Also, folgende Punkte. Schon allein die Einteilung, gut, es war fürs Robert das erste Mal, ist okay. Hat halt ein bisschen gedauert, könnte man halt funktechnisch um einiges einfacher und präziser machen. Habe ich ihm auch gesagt, wird er sich hoffentlich so fürs nächste Mal und so merken. Wenn das wieder so kommt. Hey, wer hatte denn da den Raketenwerfer? Wollen wir zurückkommen zum Wesentlichen? Ja. Genau, würde ich jetzt auch sagen, aber... Genau. Die Fahrt an sich, die Konvoifahrt, ja gut, hinzu ging einigermaßen, bis auf dass der Beschuss auf den Helikopter zu spät gemeldet wurde, dann, dass sie durchgefahren sind, war okay. Ja, das vorne am Ilfred, wo ihr da lang gefahren seid, war auch gut, wie ihr da gefahren seid. Ja, genau. Dazu sage ich auch noch mal was. Der Ifrit stand mitten auf der Straße, sowas umfährt man weiträumig. Ja, wenn man sowas umfährt, fährt man nicht erst rechts zum Polizeirevier, dreht da eine Stunde auf einer Stelle, denn wenn das wirklich ein Überfall gewesen wäre, hätten die euch genau dort an dem Punkt gekriegt. Lol, ich hab's überlebt. Boah, gut. Also, ich höre dann jetzt auf, weiterzureden, weil da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich hier was erzähle, dann müsst ihr euch doch noch nicht abknallen. Das kriegt ihr alles nicht mit und dass es eben scheiße gelaufen ist, habt ihr selbst gemerkt, oder? Zeigt er, Ja. wie er zuhört. Also entweder ihr wollt was lernen, uns versuchen, oder ihr wollt nur rumballern, weil auf das du rumballern habe ich keinen Bock, dann gehe ich weg, dann könnt ihr das aber gerne machen. Ist mir scheißegal. Genau. Also, das Problem hatten wir beim letzten Mal auch, ja, dass ihr einfach irgendwo hingefahren seid und dann auf der Stelle gedreht habt und stehen geblieben sind. Weiß ich nicht, warum das heute wieder gemacht wurde so. Zeigt es nicht. Tatsächlich Ja? verfahren hatte. Ja, genau. Wenn das passiert, habe ich beim letzten Mal auch gesagt, kommt vor, dann verfährt man sich. Und dann fährt man halt einen anderen Weg, aber dreht nicht so und bringt somit den kompletten Konvoi zum Stehen. Der nächste Fehler war, der dann von Leitstelle kam, habe ich auch schon erzählt, vorne warten. Gib es nicht. Es gibt nur vorne kürzer, denn der Konvoi muss rollen. Somit ist der Konvoi wieder zum Stehen gekommen und war wieder ein Fail. Genau. Am Schmuckhändler angekommen, ja, habt ihr euch verteilt, ging so, ja. Was halt überhaupt nicht ging, da war ein Boot die ganze Zeit mitten im Wasser. Warum wurde das Boot nicht gemeldet? Erstens von der LAÜ und zweitens nicht vom Festland. Das Boot war so auffällig im Wasser platziert, muss eine Meldung kommen. Dann wurdet ihr beschossen. Da muss kommen, losfahren. Wenn ihr den Schützen nicht ausmachen kommt, müsst ihr dort weg. Ich habe mindestens 2 Minuten auf euch rumgeballert. Ich weiß nicht, wie viele Schüsse wirklich bei euch angekommen sind, kann ich nicht sagen. Aber da muss weggefahren werden. Nachdem gesagt wurde, auf uns wird geschossen, bam, guckten erstmal alle in irgendeine Richtung. Und nichts ist passiert. Da muss sofort die Anweisung kommen, weg, wenn ihr den Schützen nicht ausmachen könnt. Zweitens waren bei mir die Eika unten. Die wurde einfach durchstehen gelassen. Woher soll die Eika wissen, was sie macht? Die ist ein Dazu doofer muss, LKW-Fahrer, ja, ja? dafür müssen wir aber sagen, unser Kundenkontakt hat die ganze Zeit mit dir geredet und sie hat einfach null geantwortet. Ja, ich bin ja auch in dem Fall jetzt der Kunde gewesen. Ja, deshalb haben wir Ja. Kundenkontakt bei dir. Ja, später aber auch erst. Der ist eingestiegen bei dir hier, als wir losgefahren sind. Nee, der war jetzt beim Schmuckhändler bei mir. Nee. Eingestiegen in deinem LKW und mit dir gefahren. Ich habe so ein Video und ich kann es dir auch gerne zeigen. Ja, aber er ist nur mit mir geredet, als wir beim Schmuckhändler waren. Kann ich nicht sehen. What Ja, the da habe ich ihn erstes Mal gehört bei mir im Auto. Da, Kevin, klein. Oh, was war das? Jo, was war's denn? Alter, die Kisten sind sogar weggepackt. Oh, du Trottel, Leute, das ist echt lame Ihr könnt ihr gewesen. das jetzt vielleicht Alter, mal kleine Klein, du lassen? bist so ein behinderter Spasti. Kriegst du es eigentlich mit, wie behindert du in deinem Kopf bist? Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Rest des Trainings. Alter, mit so einer Flachzange mache ich einfach nichts mehr. Der Typ geht mir so auf die Eier. Buddy disconnected from your channel.